Hallo, ich begrüße euch zur aktiven Pause, heute mit dem zweiten Teil Body Percussion. Ich habe in der Beschreibung des ersten Videos bereits eine kleine Zusatzaufgabe gestellt. Das waren 8 Schläge und genau diese 8 Schläge will ich heute mit euch einstudieren, plus im zweiten Teil 7 weiteren Schlägen. Das heißt, wir machen heute einen Rhythmus aus 15 Schlägen und ich fange jetzt direkt mal an mit dem ersten Teil, der aus 8 Schlägen besteht und den teile ich nochmal in 2 Teile. So, ich starte mit dem ersten Teil mit 5 Schlägen. Klatsch, klatsch, Brust, Brust, Brust. Klatsch, klatsch, Brust, Brust, Brust. Jetzt könnt ihr mitmachen. Klatsch, klatsch, Brust, Brust, Brust. Das hat soweit geklappt. Dann machen wir die nächsten 3 Schläge und dann ist der erste Teil des 15er-Rhythmus schon fertig. Die nächsten 3 Schläge sind Klatsch, Bein, Bein. Klatsch, Bein, Bein. Macht mit. Klatsch, Bein, Bein. Klatsch, Bein, Bein. So, das hat soweit geklappt. Dann verbinden wir jetzt die beiden Teile, die wir schon gemacht haben. Also, zur Erinnerung nochmal, der erste war und der zweite war und jetzt kombinieren wir das Ganze. Ihr könnt einmal zugucken und beim zweiten Mal mitmachen, okay? So, und jetzt machen wir zusammen. Klatsch, klatsch, Brust, 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 klatsch, Bein, Bein. Klatsch, klatsch, Brust, 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 klatsch, Bein, Bein. Klatsch, klatsch, Brust, 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 klatsch, Bein, Bein. Ja, und damit wäre schon der erste Teil geschafft vom 15er-Rhythmus. Wir haben die ersten 8 Schläge geschafft. Und im zweiten Teil trainieren wir jetzt nur den 7er-Rhythmus und am Ende legen wir beide Teile zusammen. Im zweiten Teil unseres 15er-Rhythmus kommen nochmal 7 Schläge hinzu. Und diese 7 Schläge will ich auch noch einmal aufteilen in die ersten 3. Und die 4 verbleibenden Schläge. Wir fangen ganz einfach an mit den 3 Schlägen. Klatsch, Brust, Brust. Klatsch, Brust, Brust. Ihr könnt direkt mitmachen. Klatsch, Brust, Brust. Klatsch, Brust, Brust. Klatsch, Brust, Brust. So, der sollte funktioniert haben. Jetzt geht es wieder darum, sich den zu merken, während wir die nächsten 4 Schläge einstudieren. Los geht's. Ich mache einmal vor. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Ihr könnt direkt mitmachen beim zweiten Durchgang. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Ihr könnt bei der Brust auch nur eine Hand nehmen. Das würde dann so aussehen. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Also ist egal, welche Hand ihr nehmt. Ich werde es versuchen, immer mit beiden Händen zu machen. Also Klatsch, Brust, Bein, Bein. Okay. Habt ihr euch den ersten Teil noch gemerkt von dem 7er-Rhythmus gerade eben? Wir legen mal beide zusammen. Klatsch, Brust, Brust. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Brust. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Brust. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Brust, Bein, Bein. Das war der zweite Teil und im letzten Schritt fügen wir alle 15 Schläge einmal zusammen. Wir kommen zum großen Finale. Wir versuchen jetzt alle 15 Schläge zusammenzulegen, also den ersten 8er-Rhythmus und den zweiten 7er-Rhythmus und achtet dabei schon mal darauf, wie euer Ohr funktioniert. So langsam habt ihr vielleicht den Rhythmus schon so oft gehört, dass ihr ihn schon fühlt, dass ihr fühlt, was ihr schlagen müsst und nicht ganz so viel drüber nachdenken müsst. Ihr wisst vielleicht schon, wie es klingen muss, hört schon, wenn ich einen Fehler mache oder ihr einen Fehler macht. Ja, achtet einfach mal darauf und jetzt versuchen wir, die beiden Teile zusammenzulegen. Teil 1 war Klatsch, Klatsch, Brust, Brust, Brust,
Klatsch, Bein, Bein. Teil 2 war Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Brust, Bein, Bein. Und jetzt alles zusammen. Guckt beim ersten Mal vielleicht zu, hört gut zu und bei der zweiten Runde macht ihr mit, okay? Los geht's. Klatsch, Klatsch, Brust, Brust, Brust. Klatsch, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Brust, Bein, Bein. Und jetzt alle zusammen. Klatsch, Klatsch, Brust, Brust, Brust. Klatsch, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Brust, Bein, Bein. Und nochmal. Klatsch, Klatsch, Brust, Brust, Brust. Klatsch, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Brust, Klatsch, Brust, Bein, Bein. Habt ihr es geschafft? Super. Wenn es noch nicht so gut geklappt hat, einfach ein bisschen zurückspulen, nochmal gucken, alleine üben. Vielleicht klappt es ohne Video sogar besser. Ich versuche jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen schneller zu werden. Mal gucken, wie schnell ich einen Fehler mache. Und ihr könnt versuchen, einfach mitzumachen. Ich versuche langsam das Tempo zu erhöhen. Und los geht's. Klatsch, klatsch, Brust, Brust, Brust. Klatsch, Bein, Bein. Klatsch, Brust, Brust. Klatsch, Brust, Bein, Bein. Fehler? Genau, da war der Fehler. Ich mache einfach mal weiter. Da war auch ein Fehler. So, dann übt ihr mal ein bisschen weiter. Guckt mal, wie schnell ihr kommt. Ich habe gemerkt, viel schneller als im Normaltempo kann ich es auch noch nicht. Ich übe weiter, ihr übt weiter. Wir sehen uns und dann klatschen wir irgendwann zusammen. Tschüss!